Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Wir sind gerade dabei, den Auftrag für den Ludens-Fan anzunehmen. Ein paar alte Bücher, ist ja nicht allzu viel. Kriegen wir hin. Ja. Und genau. Danach werden wir langsam aber sicher das schöne Netzwerk bis nach Port Not City. Nee, nicht Port. Was? Port Not City? Ich meine schon. Jedenfalls werden wir es bis dorthin ausbauen. So, Lieferung 30 Minuten nehme ich auch mit. Ich frage mich nur, ob ich das auf meinen Rücken. Ja, kriege ich locker hin. Okay. Sehr gut. So. Oh je. Auftrag zugewiesen. Lieferparameter Oh. aktualisiert. Zeitlimit Aber bestätigt. gerade so am Limit. Gott sei Dank sind wir jetzt in der Lage, den Rückweg per Seilrutsche zu erledigen. Halleluja. So. Oh, und wir sollten Sam demnächst dringend mal wieder eine Pause im persönlichen Raum gönnen. Das ist langsam echt überfällig. Und wir sollten einen neuen Regenschutz anfertigen. Für den Rucksack. Das wäre auch mal wieder an der Zeit. Waffeneinschränkung aufgehoben. So, okay, los geht's. Seilrutschenlieferung in der östlichen Region. Ich glaube, die erste Seilrutschenlieferung, die wir in dieser Region überhaupt machen, oder? Ich meine schon, im letzten Part haben wir keine davon gemacht. Zack. Ah, ist das angenehm. Der Windpark war einer der schlimmsten Orte, den man zu beliefern hatte. Jetzt ist er easy as fuck. Sehr schön. Ah. Immer wieder schön, dem Sam bei seinem Spaß zuzuhören. Ah. Yeah. Perfekt. Und schon sind wir beim Verteilerzentrum mit der nächsten Station. Denke ich mal. Sollte nah genug dran sein. Jawohl. Nice. Perfekt, Sam. Und schon können wir die erste Lieferung abschließen. Das wird ein eindeutiger S-Rang. So. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen, Anzug wird So, weiter dekontaminiert. Sam, weiter Sam, Ruhe weiter Sam. empfohlen. Kriegst du noch hin? Ernsthaft? Seht ihr das? Schon wieder auf den letzten paar Zentimetern nochmal gestolpert. Auf ebenem Boden gestolpert. Möchte ich nochmal hinzufügen. Die Legende ist wieder da. Wie geht's dir, Sam? Sehr, sehr gut. Das war ein Rekordzeit. Sehr gut. Genau das will ich hören. S-Rang. Lieferzeit plus 1. Läuft. Tschüss, Sam. Oh, gerade habe ich die Trophäe Geburt einer Legende freigeschaltet. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Geburt einer Legende. Moment, ich muss mal gucken, wofür es die Trophäe gab. Ach so, es gab diese Trophäe dafür, dass ich von jeder Lieferungsart jeweils 10 Stück mit der Bewertung Legend oder Legend of Legends abgeschlossen habe. Ah, sehr gut. Das bedeutet, von den Zeitlieferungen her bin ich jetzt mittlerweile auf der Mitte für die Goldtrophäe, für die ich ja nochmal insgesamt 20 von jeder Art auf Legend of Legends abschließen Bist du muss. an einem Lieferterminal? Alles klar. Sehr gut. Gut zu wissen, dass es jetzt ordentlich vorangeht. Sehr schön. Capital Not City könnte ich auch ausliefern, aber muss jetzt erstmal nicht sein. Mir wäre es eher wichtig, jetzt erstmal den Ludens-Fan zu beliefern. Und ihm anschließend eventuell noch etwas mehr chirale Bandbreite zu entlocken. Waffen
Die kann ich dann dazu nutzen, um mich weiter Richtung Lake Knot City auszubauen. Ich denke mal, ich werde auch für den Ludens-Fan eine Bergungsquest absolvieren. Ich denke mal, das kriegen wir jetzt relativ gut hin. Dafür müssen wir ja wieder ins Mules-Gebiet. Ja. Und eine Seilrutsche führt uns quasi direkt dorthin. Passt. So. Nice. Und runter. Ja, das bin ich. Wer lebt und lebt, Alter. Oh. Dieses Ludens-Hologramm ist schon ziemlich krass, muss ich sagen. Alte Zeitschriften, waren die auch für ihn? Ich hoffe es. Bitteschön. Hi, Sam. Yo. Schön, dass du es geschafft hast. Du bist wirklich blitzschnell. Ich bin beeindruckt. Sehr gut. Nice. S-Rang. Das bringt uns den dritten Stern ein. Noch einmal etwas mehr chirale Bandbreite. Ludens Maske, Brillengestellfarbe, Kojotenbraun. Rucksackfarbe auch. Nice. Ich bin echt froh, dass du hier warst, Sam. Ich schätze deine Arbeit. Sehr sogar. Danke. Das ist doch schön, wenn man so gelobt wird. So, was hast du sonst noch für uns? Capital Knot, Windpark, Premium-Lieferung an Port Knot und an ihn selbst. Die werden wir jetzt auf jeden Fall machen. Zuallererst und ja, schauen wir mal, was danach kommt. Eins nach dem anderen. Auftrag zugewiesen. So. Wow. Okay, warum sollte ich nach dort oben fahren? Was ist da oben überhaupt? Ich habe das Gefühl, da oben ist nichts. Naja, egal. Immer schön weiter. Scheiße. So viel zu dem Versuch, unentdeckt zu bleiben. Ja. Hier muss ich schon anfangen zu suchen. Alles klar. So, nicht tödliches Sturmgewehr wird rausgezogen. Mist. Ja, genau. Versuche mich mit deinen Speeren zu treffen, während du in dem Zelt hockst, du Experte. Meine Güte. Oh, meine Güte. Seht ihr, wie schnell die jetzt hier rübergerannt kamen? Oh oh. Alter, da ist einer direkt vor mir. Wow. Bam. Ah, da bist du ja. Komm. Ja, komm. So. Nix mit Haftwaffe. Ich glaube, die Haftwaffe nehme ich mir gleich noch. Ich glaube, hier werde ich keinen Speicherchip finden. Zumindest sehe ich gerade keinen. Stimmt, da hinten ist einer. Aber in dem Mule Camp? Nö. Da sehe ich wirklich nichts. So, was habt ihr hier schönes? Dinosaurier-Modelle, Behälter-Reparaturspray nehme ich. Das für Capital Knot City nehme ich.
Und für Port Not City nehme ich auch mit. So, was habt ihr sonst noch? Hm, nicht allzu gute Sachen. Den Rest lasse ich euch mal. So, das sollte reichen. Okay. Genau, und die eine Haftwaffe da hinten nehme ich mir auch noch. Danke. Das war's auch schon. Nix wie weg hier. Das hätten wir dann auch schon in Rekordzeit abgeschlossen. So. Irgendein armer Sack ist hier noch am rumlaufen. Naja, du kannst ja gleich deine ganzen Kollegen wieder auf Trab halten. Kannst du ruhig machen. So. Hallo Ludens-Fan. Wir sind sehr viel schneller als erwartet wieder da. Ach Mist, da oben wollte ich doch gar nicht hin. Oh. Naja, vielleicht sehen wir von dort oben aus, warum dort eine Seilbahn hingebaut wurde. Nö, kann ich nicht, auch von hier oben aus nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht sagen, dass ich das jetzt verstehe. Naja, was soll's. Jetzt aber. Grüß dich, mein Freund. Was geht? Ah, eieiei, vorsichtig. Sam, chill. Einmal liefern. Lieferung frei Haus. Was läuft bei dir, Sam? Mann, ohne Leute wie dich wären wir alle am Arsch. Und das ist uns durchaus bewusst. Dass ein einziger Mann so viel tragen kann. Oh, so viel war es nicht. Es geht. Jawohl. S-Rang. Jawohl, vierter Stern. Ludens-Fan Hologrammdaten. Chirale Bandbreite erhöht. Sonnenbrillen, Rahmenfarbe, Kojotenbraun. Oh, fast den fünften Stern gekriegt. Aber auch nur fast. Schade. Hm. Immer wieder eine Freude, Sam. Schade, dass wir uns immer nur sehen, wenn du für mich irgendetwas quer durchs Land schleppst. Mach's gut, okay? Also, so gut wie eben möglich. Jaja, danke. Gute Arbeit. So, Standardaufträge, genau. Den an Port Not City würde ich noch annehmen. Schaffe ich es auch noch, den für den Windpark auf meinen Rücken zu laden? Eventuell schon. Oder soll ich lieber andere Aufträge von Capital Not aus zum Beispiel lieber annehmen? Ich weiß es nicht. Ja, nee, komm, wir werden erstmal von Port Not City aus eventuelle Lieferungen an den Windpark ausführen. Ich denke mal, das ist sinnvoller. Von dort aus werden wir wahrscheinlich sowieso kaum Lieferungen gemacht haben. Von Port Not City selbst aus, denke ich mal nicht. Ja, wobei, ich habe drei im Besitz. Ich glaube, allzu viel mehr wird meine chirale Bandbreite sowieso nicht zulassen. Von daher belasse ich es erstmal dabei. Schauen wir mal, chirale Bandbreite. Ja, ich kann nur noch eine einzige Bahn aufbauen. Das ist nicht gerade viel. Was mache ich da? Was mache ich da? Tja, ich würde sagen, ich versuche das aufzubauen, was möglich ist. Ach ja, ich wollte gucken, habe ich eventuell noch einen zweiten Auftrag? Was? Ach du Scheiße, den habe ich bislang immer noch nicht abgebrochen. Oh shit. Okay, dann breche ich ihn jetzt ab. Verdammt nochmal. Stimmt ja. Wareneinschränkung aufgehoben. Und ich wundere mich die ganze Zeit, dass ich mehr einen Auftrag immer zu viel habe. Daran lag das. Okay. So.
Dann bauen wir das Netzwerk weiter aus. Also so wie es aussieht, obwohl wir es mit einem Prepper mehr zu tun haben in diesem Gebiet, den haben wir jetzt schon auf fast 5 Sterne. Also meine Prognose von 5 Parts scheint sich bislang recht gut zu halten. Das ist eine sehr realistische Einschätzung. Das bedeutet, wir werden bald in der Lage sein, die Story weiter zu verfolgen. Ist das nicht schön? Also ich freue mich schon darauf, mit der Story weiterzumachen. Das haben wir uns jetzt mittlerweile mehr als verdient, oder? Wirklich mehr als verdient. Fort Knot City, Wegposten. Wow. Guck mal, da oben ist auch schon das nächste Ding. Nicht schlecht. Hier ist schon sehr gut gebaut worden. Oh, Ludens-Fan. Größe L. Okay, hier ist dann leider Schluss. Aber das ist schon eine ordentliche Strecke gewesen. Da werden wir auf jeden Fall noch etwas mit anfangen können. Denke ich mal. Auch wenn wir jetzt nur eine einzige weitere Seilrutsche platzieren können. Liegen eigentlich vor mir noch weitere Seilrutschen? Scheiße, sieht nicht danach aus. Das ist dann wiederum natürlich etwas problematisch, aber naja, was soll's. Gibt Schlimmeres. Dann müssen wir halt den Rest zu Port Knot City erstmal laufen. Wenn es nicht anders geht. So. Hier oben sind die GDs scheinbar so ziemlich gar nicht unterwegs. So, jetzt schön vorsichtig. Runterschlittern. Und weg. Und weg. Sehr gut. Das hat doch schon mal gut funktioniert. Wow, Moment mal. Ach so, nee. Ich habe quasi zwei mögliche Verbindungspunkte. Moment mal. Hier ist ja schon wieder eine Grenze. Heißt das, hier ist eventuell noch ein Prepper? Kann das sein? Oder liegt das nur an dem Mule-Gebiet hier? Das könnte auch sein. Oh, oh. Oh, vorsichtig. Oh, oh. Jetzt. Zack. Komm schon. Kletter. Kletter, du Sau. Wow, 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 Alter. Wie schnell der jetzt war, verdammt. Ich hätte meinen Atem länger anhalten müssen.
Ja, komm schon. Da. Nabelschnur weg. Eieieiei. Ich wäre eventuell noch in der Lage, eine bessere Verbindung aufzubauen. Wenn ich das gute Stück etwas weiter oben platziere. Ich denke mal nicht, dass hier in der Nähe noch ein weiterer versteckter Bunker ist, oder? Es wäre zumindest ein sehr krass versteckter und gut platzierter Bunker. Da könnte ich noch nicht mal sauer sein. Jawohl. Und der nächste. Zack. Hier könnte ich es hinbauen, aber ich glaube, es hat hier... Oh, zu weit entfernt. Scheiße. Ja, okay, das ist auch eine zu abgelegene Ecke hier. Zugegeben. Das wäre keine gute Position. Hindernis, Hindernis. Ja! Hier wäre es gut. Wäre zumindest der bestmögliche Ort. Na dann. Soll heißen, ich werde immer noch einen Großteil laufen müssen nach Port Nord City. Noch. Aber dann sei es eben so. Mein Gott, gibt's Schlimmeres. Nabelschnur weg. Ach Gott. Nein. Haut ab. Haut ab. Ah, dass ein Einzelner genug Kraft hat, mich nach hinten zu schieben oder ziehen. Wie auch immer. Haha, ins Leere gegriffen. Frischen. Her damit. So. Kein Bock, da nochmal hinzulaufen zu den Viechern. Ah, so. Geschafft. Na, immerhin. Wir haben es wenigstens geschafft, ein Brückensystem bis knapp ans Ende des GD-Gebiets aufzubauen. Das ist doch schon mal etwas. Und ich würde sagen, für den restlichen Weg nehmen wir in Zukunft ein... irgendein Fahrzeug. Würde ich sagen. Ich nehme mal an, ein Three-Wheeler wird am besten sein. Die Trucks wären mir in diesem Gebirge ein bisschen zu lahm. Das nehmen wir mal mit. Eventuell noch was für Port Nord City hier. Erstmal nicht, wie es scheint.
schade. Aus irgendeinem Grund sind hier jetzt so ziemlich gar keine verlorenen Lieferungen mehr. Das ist komisch. Sonst liegen die Dinger immer hier überall verteilt. Vor allen Dingen in der Nähe von irgendwelchen Bunkern. Aber hier aus irgendeinem Grund ist gar nichts mehr. Ha. Scan wird gestartet. Okay, ein Three-Wheeler ist hier leider nicht geparkt, das heißt, ich werde mir gleich einen herstellen müssen. Okay. Sodele. Hallöchen, Leute. Ich bin Ibims, der Sam. So. Ich hab was für euch. Leicht angerostet, aber ich hoffe, es ist noch gut. Hallo, Partner. Beinahe einwandfrei. Bis ich es in die Hände kriege. Okay. S-Rang, nice. Anzahl der einsetzbaren Bots gestiegen. 4 Stück jetzt. Okay, Port Not City haben wir fast auf 5 Sterne. Ah! Ist das ärgerlich. Beinahe. Nicht, im Privatraum eine Pause einzulegen. Jo. Aber falls ihr irgendetwas habt an Aufträgen, das ich an euch selbst ausliefern soll. Oh, das ist ein bisschen zu weit weg. Mist. Sonst hätte ich das gerne gemacht. An den Ludens-Fan, das nehme ich gerne mit. An den Windpark könnte ich auch mitnehmen. 36 Kilo ist noch voll drin. 132 könnte knackig werden. Soll ich es trotzdem... Ja, ich gucke mal. Vielleicht passt es ja doch noch bei mir auf dem Rücken. Auch wenn ich es bezweifle. Eher nicht. Eher nicht. Jesus Christ! Ernsthaft? Wow. Das geht ja noch. Okay, in dem Falle werde ich das wegpacken. Naja, wobei ich werde lieber die Reparatursprays wegpacken. Die TCKs behalte ich. Vorsichtshalber, falls sich noch was ergeben sollte. So, das packe ich alles im privaten Spind. Oh, 245. Nee, das ist ein bisschen zu viel, oder? Es sei denn, ich stelle mir gleich noch einmal Folgendes her. Zum einen ein Kraftskelett statt eines Geschwindigkeitsskeletts. Und zum anderen ein Three-Wheeler. Mit den beiden Dingern sollte es deutlich einfacher laufen. So, Kraftskelett einmal und Three-Wheeler, von welchem Typ? Ich würde mal sagen Langstrecke, oder? Der muss jetzt nicht ordentlich was aushalten. Wir müssen damit ja nur bis zum Rand des GD-Gebiets und wieder zurück, von daher. Ich möchte das Kraftskelett... Ach so, oh... Stimmt, auf die Art und Weise muss ich dann ja einiges wieder ablegen. Kacke. Daran habe ich nicht gedacht. Ja klar, dann ist das Zeug an meinen Hüften nicht mehr zu befestigen. Das ist zugegebenermaßen ein Problem. Es sei denn... Das passt tatsächlich noch oben hin. Ich fasse es nicht. Wow. Läuft. Okay, die Blutgranaten sollte ich lieber zu einem Großteil in den privaten Spind legen, damit wir etwas leichter sind. Blutgranaten werde ich sowieso wahrscheinlich nicht benutzen. Von daher, warum sollte ich so viele mit mir rumschleppen? Würde mich nur bremsen. Okay. Das sieht doch gut aus. Na dann,
Los geht's. Volle Kanne voraus. Ja, schade. Ich hätte sehr gerne etwas direkt an Port North City geliefert, aber... Naja. Ich würde nicht so weit in dieses eine Mules-Gebiet gehen dafür. Das ist dann noch ein kleines bisschen zu weit. Dann nehme ich lieber einen anderen Auftrag an, den ich noch nicht auf S-Rang gebracht habe oder wo ich die Premium-Lieferung noch nicht gemacht habe. Das ist mir viel lieber. Okay. Mist. Mit dem Ding konnte ich meine Seilrutsche wahrscheinlich nicht verbinden. Und dabei ist das da sehr viel besser platziert als das, was ich hatte. Scheiße. Immer schön hoch, mein lieber Sam. Immer schön hoch. Geil. Direkt mit dem Generator hier. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ach ja, sehr schön, sehr schön. Aha. Okay. Sehr gut. An der Stelle wird auf jeden Fall runtergestiegen. Und jetzt wird geliefert. Wen soll ich zuerst beliefern? Ich würde sagen, zuerst beliefere ich das Windkraftwerk. Für die habe ich ja viel mehr dabei. Und danach ist der Ludens-Fan. Eventuell sollte ich jetzt wollte ich schon wieder zweimal dasselbe Wort hintereinander sagen. Ich sollte vielleicht auch den das Verteilerzentrum noch einmal beliefern. Vielleicht haben die ja einen neuen Auftrag für den Ludens-Fan. Ne, wer weiß. Oh, oh. Das hier könnte ich eigentlich noch mitnehmen. Vorsichtig. Und zack. Oh nein. Doch nicht jetzt, Sam. Nicht hier. Das ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt zum Verschnaufen. Oder zumindest ein denkbar schlechter Ort. Ich weiß, ich habe dir jetzt zu lange keine Pause mehr gegönnt. Es tut mir sehr leid. Aber halt noch ein bisschen durch. Behälter beschädigt Plattenpanzer Stufe 4. Ha. Sobald wir das Ding erreicht haben, sind wir außer Gefahr. Komplett. Yes! Und weg hier. Was? Lu steht vor Autotoxemie? Scheiße, wie ist das denn passiert? Mist. Sobald ich aus der Gefahrenzone raus bin, muss ich ihn auf jeden Fall nochmal beruhigen. Der arme Kleine. Beziehungsweise nicht beruhigen, ich muss in einen Bunker mit ihm. Ich habe jetzt gerade keinen Auftrag, der unter Zeitdruck erfüllt werden muss, oder? Ich denke nicht. Aufträge. Nö. Keiner, für den ich mich beeilen muss. Okay. Dann werde ich den Kleinen und Sam jetzt endlich mal ihre Wohlfahrt. Und ja, ich werde schneiden. Oi, hi Aloy. Nice. Okay, ich werde einen Schnitt setzen, bis ich wieder aus dem Bunker rauskomme. Ach du Scheiße. Na super. Der Zeitregen hat uns ordentlich eingeholt. In der Zeit, in der wir uns erholt haben. Okay, alles klar. Na dann. So.
ab zum Windkraftwerk und danach erst zum Ludens-Fan. Und dann nehmen wir irgendwelche Sachen an, die wir an Portnob City liefern könnten. Denn, ja, eventuell müssen wir das Netzwerk noch nicht einmal bis nach Portnob City ausweiten. Wenn wir da schon so kurz vor den 5 Sternen stehen, dann haben wir es ja schon fast geschafft. Generell haben wir es in diesem Gebiet schon fast geschafft. Wir sind ordentlich vorangekommen. Ordentlich. Sehr schön. Wow. Krass. Sogar eine das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir konnten durch diese Seilbahnstation sogar das komplette Tal überwinden. Das ist ja super. Nice. Geiler Scheiß. Fühlt sich gut an. So. Ach komm. Ernsthaft? Hier reagiert der Odradek noch, obwohl wir schon fast da sind. Das ist doch unnötig. Come on. So, und wie lange wird er jetzt brauchen, bis er wieder sagt, alles in Ordnung? Oh, tatsächlich sehr lange. Hätte ich nicht gedacht. Ah. Naja, trotzdem dezent unnötig. Naja, egal. So, ich hoffe, das wird jetzt ausreichen, um den Windpark auf 5 Sterne zu bringen. Müsste eigentlich ausreichen. Hey, danke für die Hilfe. Jo. Kaum zu glauben, dass ein Mann alleine so viel tragen kann. Ich gebe mir Mühe. Sehr viel Mühe, wie du siehst. Jawohl. Zweiter Auftrag. Yes! 5 fucking Sterne, Bitches. Nochmal um 200 Punkte erhöht die chirale Bandbreite. Geistergrün als Farbe freigeschaltet. Nice. Okay. Also, wenn dir das hier nicht zu schwer ist, kannst du es gerne haben. Euren Stern auf jeden Fall. Oh, den habe ich mir mittlerweile mehr als nur verdient. Ich erinnere mich noch an all den Ärger, den ihr mir bereitet habt durch all eure Lieferungen. Das weiß ich noch ganz genau. Wir werden für dich beten. Danke. Gute Arbeit. Könnte ich eventuell gebrauchen. So, was hat er noch? Capital Knot. Das könnte ich annehmen. Verteilerzentrum. Oh, das sind ein paar zu viele fürs Verteilerzentrum. Leider nichts, was an ein Zeitlimit gebunden ist. Aber die für Capital Knot, die kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Guckt euch das an. So wenig. Wow. Das können wir locker mitnehmen. Sehr schön. Okay. Einmal vorsichtshalber die Behälter heilen. So gut es geht. Ah. Perfekt. So, wird mir der Odradek jetzt wieder die Warnung erteilen oder lässt er es diesmal bleiben? Ah, er lässt es bleiben. Halleluja. Okay. Da haben wir ja nochmal Schwein gehabt. Jawoll. Oh, guckt euch das an hier. Leckt mich alle am Arsch da unten. Ah, das tut gut. Ihr glaubt gar nicht, wie gut das gerade tut. So, Delle. Und weiter. So,
Ich werde gleich noch einmal bei bei dem Verteilerzentrum nachschauen, ob die noch irgendwelche Aufträge für Port North City haben. Bin ich gespannt. Ich meine, die sollten da noch ein, zwei Aufträge für Port North übrig haben. Und wir haben auf dem Rücken auf jeden Fall mehr als genug Kapazität. Ich guck nochmal, chirale Bandbreite. Ja, es reicht genau richtig für eine weitere Seilrutsche. Das sollte ich ausnutzen. Damit ich wenigstens eine weitere Seilrutsche bis in den Außenbereich des GD-Gebiets bauen kann. Boah, 220, scheiße. Das könnte vielleicht doch ein bisschen zu viel werden. Ich guck mal. Ernsthaft? Das geht ja tatsächlich noch. Okay, die Haftwaffe packe ich weg. Das Geschwindigkeitsskelett auch. Oder? Ja doch, in dem privaten Sprint. Schon. Macht durchaus Sinn. So. Eieiei. Irgendwas muss ich noch ablegen. Ach du Scheiße, auf dem Rücken kann ich so ziemlich gar nichts mehr ablegen. Das ist schlecht. Moment mal, kann ich nicht einen der Behälter hier irgendwo an meinen Anzug packen? Ersetzen, ersetzen. Ah, Ausrüstung wird entfernt. Nee, das kann ich nicht riskieren. Scheiße. Oh, und dabei bin ich doch so nah dran. Ach, Moment. Ja klar, die Lösung liegt doch nahe. Ein TCK in den privaten Spind legen. Dafür eins der Dinger da oben an die Stelle packen und schon geht das. Jawohl, läuft. Ufa. Schaffen wir doch noch. Auftrag zugewiesen. Wer hätte das gedacht? Da brauchen wir aber wirklich unsere komplette Kraft für. Mein lieber Mann. So. Perfekt. Und los geht's. Noch einmal zurück nach Port North City. Dieses Mal mit der Gelegenheit, die Route etwas auszubessern. Nur ein bisschen. Ab. Scheiße. Fuck, ich bin jetzt gerade in die komplett falsche Richtung. Ach, dumm. Ja, okay, egal. Dann liefere ich eben das für den Ludens-Fan noch einmal aus. Ja. Schaden kann's ja nicht. Alles gut. Mein Gott. Dann werde ich wenigstens etwas frachtlos. Schaden kann's ja nicht. Vielleicht kriege ich ihn jetzt sogar auf 5 Sterne. Hi. Schön, dass du es geschafft hast. Finde ich auch. Mann, der Zustand ist tadellos. Es ist schon super, dass die Lieferung überhaupt geklappt hat, aber du hast noch einen draufgesetzt. Nice. Das klingt doch schon sehr vielversprechend. S-Rang? Yes, 5. Stern. Passt. Kojotenbraun für Mütze freigeschaltet. Ich kann mich im Bunker ausruhen. Läuft. Sehr, sehr gut. Verschiedenes, plus 1. Jo. Oh, hey, ich habe eine Kleinigkeit für dich, wenn das okay für dich ist. Ich hoffe, das erleichtert dir das Leben ein wenig. Krasse Sache.
Den haben wir extrem schnell auf 5 Sterne bringen können. Das ist so angenehm leicht hier. So angenehm leicht in dem Anfangsgebiet. Ich glaub's nicht. Immer wieder eine Freude, Sam. Schade, dass wir uns immer nur sehen, wenn du für mich irgendetwas quer durchs Land schleppst. Mach's gut, okay? Also, so gut wie eben möglich. Jo, mach's gut. So, ich schau mal, ob er eventuell irgendetwas noch dabei hat. Nee. Nee. Keine Lieferung für Portnot City. Da hätte ich aber auch nur eine angenommen, die wirklich extrem leicht gewesen wäre. Hätte ja sein können, dass er eine solche hat. So. Okay, jetzt aber in die richtige Richtung. Bevor wir nach Capital Not City aufbrechen. Oh, Moment. Ich sollte auch noch einmal kurz auf die Uhr gucken. Ach ja, nach Portnot City kommen wir auf jeden Fall noch in diesem Part. Wird wie immer Überlänge sein, aber da ist es mir dann am Ende auch egal, ob es 40 oder 50 Minuten werden. Das macht für mich dann schon keinen Unterschied mehr. So, und weiter. Also der Zeitregen wird in letzter Zeit schon ziemlich aggressiv. Das hätte ich hier im Anfangsgebiet nicht gedacht. So, da. Immer schön Opala. Ich glaube, da wollte ich eigentlich nicht hin. Aber schaden kann es eigentlich nicht. Ich glaube, von da aus... Ja, krass. Das ist quasi ein Schnellreisepunkt zum... Mules-Lager. Wenn ich gewusst hätte, dass das existiert hätte... dass das existiert, dieser Punkt... dann hätte ich den Auftrag von Portnot City doch noch angenommen. Mist. Naja, egal. So geht's ja auch. Okay. Und Odradek warnt mich. Oh, wow, wow, wow. Was geht denn jetzt ab? Die Kamera spielt verrückt. Oh boy. Oh. Oh, oh, oh. Oh, ich sehe die Fußspuren von den Viechern, oder die Handspuren besser gesagt. Ich sehe sie ganz deutlich. Oh, 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 oh. Oh je. Boah, wir schaffen es aber perfekt an dem GD vorbeizukommen. Und das ohne in die Nähe seiner Nabelschnur zu kommen. Das ist auch etwas, was ich nicht gedacht hätte. Nein, Sam! Doch nicht hier! Ganz ruhig, Sam. Ganz ruhig, wir schaffen das. Okay. Trink nochmal ein bisschen Monster Energy. Nabelschnur weg. Kriegen wir den anderen auch noch? Scheinbar nicht. Naja, müssen wir ja auch nicht. Okay, damit müssten wir so langsam aus dem GD-Gebiet rauskommen. Ach, ernsthaft? Hier noch ein Hindernis? Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Mist.
Ah. Mal gucken. Ja, okay. Da ist der Generator noch zu nah dran. Ist in Ordnung. Ah, ja, nee. Allzu viel weiter werde ich das eh nicht mehr hinkriegen. Aber immerhin wird die Seilrutsche jetzt aus dem Bereich rausführen. Besser als nichts. Oh, oh. Nee. Die Kraftbehälter sind jetzt schon zerstört worden. Das ist echt, oh fuck. So, jetzt aber schnell. Und volle Kanne raus hier aus dem Zeitwegengebiet. Wow. Wow. Das nenne ich Speed. Holy shit. Shit. Oh. Ernsthaft? Solche geilen Manöver beschädigen die Fracht auch noch? Oh Mist. Naja, immerhin sind wir... Wirklich? Das war doch jetzt echt nicht der Rede wert gerade eben, oder? Also bei allen anderen, da habe ich es schon verstanden. Hierbei, das war jetzt ein bisschen unnötig. So. Ernsthaft? Guckt euch das an. Ich drücke jetzt die ganze Zeit R2, mehrere Male hintereinander. Jetzt erst reagiert er. Das habe ich jetzt schon vor 5 Sekunden begonnen. Also die Fahrzeuge und ich werden wirklich niemals zurechtkommen in dem Spiel. In diesem Spiel zumindest definitiv nicht. So. Okay. So. Großlieferung. Oh, wenn das nicht Sam ist. Der Zustand ist wirklich okay. Oh je. Boah, 31, das ist echt nicht gut. Aber trotzdem für Stern 5 gereicht. Geil. Neue Interviewdaten erhalten, warum Flugzeuge und Drohnen nicht fliegen können. Boah, 9000. Noch einmal 560 draufgepackt. Geil. Sehr gut. Perfekt. Ich habe übrigens noch etwas Besonderes für dich. Den Stern, ja? Sehr gut. Ja, Leute, das bedeutet, wir haben jetzt nur noch Capital Not City vor uns. Mehr haben wir nicht mehr. Krass. Stern, her damit. Schadet nicht, im Privatraum eine Pause einzulegen. Ja, aber jetzt gerade bin ich auf der Zielgeraden hier. Jetzt schon. Neuer Auftrag. Love it. Eventuell noch einer für Capital Not, Tatsache. Chemikalien dringend für den Wegposten? Aha. Medizinische Präzisionsinstrumente. Huh. Okay, an den Ludens-Fan noch etwas. Lieferung Sci-Fi-Adventure-Spiele. Oh, oh. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Tja. Was nehme ich da noch? Ich würde sagen, die Chemikalien an Capital Not, die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Das für den Wegposten kann ich ausprobieren, ob das noch passt. Nehme ich aber nur deshalb an, weil da dringend dran steht. Oh je. Ach du Scheiße. Ja, nee, vergiss es.
Vergiss es. Ich breche mal den ab. Vielleicht reicht es ja, die großen Behälter auszuliefern. Ach, das ist alles davon? Autsch. Selbst die kleinen Behälter? Ich dachte, die medizinischen Präzisionsinstrumente teilen sich in deutlich mehr Behälter auf, als ich dachte. Nö. Upsala. Nee. Wenn schon, dann Premium. Dann wird das schon mal erledigt. Das ist ja nicht so viel. So. Okay, Leute. Dann würde ich für heute auf jeden Fall den Part beenden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wo wir eindeutig den Rest von diesem Gebiet hier auf 5 Sterne packen werden. Das schaffen wir definitiv bis dahin. Also dann, Leute. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.